Meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, die Krasse Linke verurteilt aufs Schärfste den hier vorliegenden Versuch der AfD, auf dem Rücken der Schwächsten in unserer Gesellschaft Populismus zu betreiben. Durch die Instrumentalisierung eines zu diesem Zweck umgedeuteten Falles, der von der Bildzeitung aufgebauscht wurde, werden rassistische Ängste geschürt, die mit der wirklichen Situation an unseren Schulen nicht das Geringste zu tun haben. In einer Pressekonferenz haben Schulleitung und Staatliches Schulamt bereits deutlich gemacht, dass die erhobenen Vorwürfe nicht haltbar sind. Nicht die Diskriminierung von Deutschen ist in unserer Gesellschaft das Problem. Problematisch sind vielmehr eine steigende Akzeptanz gegenüber rechtsradikalen Positionen, einem steigenden Rassismus und die Ablehnung islamischer Bevölkerungsgruppen und Einrichtungen. Diese Entwicklung, an der die AfD seit ihrem Bestehen einen Anteil hat, schlägt sich in der gesamten Gesellschaft und somit auch in den Schulen in Deutschland nieder. Die Krasse Linke tritt einer Ideologie entschieden entgegen, die durch Rassismus, Homophobie und Islamophobie versucht, einen Spaltkeil zwischen die Kasseler Bevölkerung zu treiben. Die Kasseler Linke vertritt eine Politik, die alle in Kassel lebenden Menschen, seien sie lohnabhängig beschäftigt, arbeitssuchend, RentnerInnen, Schülerinnen und Schüler, mit oder Deutschen, ohne deutschen Pass, unabhängig von Geschlecht und sexueller Ausrichtung zusammenzubringen, um gemeinsam für ihre Interessen aktiv einzutreten. Für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist kein Platz in unserer Stadt. Daher lehnen wir selbstverständlich den vorliegenden Antrag der AfD ab. Das Anliegen der Fraktionen von SPD, CDU und Grünen, klarzustellen, mit welchen gesellschaftlichen Schwierigkeiten unsere Schulen in Kassel tatsächlich konfrontiert sind und mit welchen Konzepten die einzelnen Schulgemeinden auf diese Herausforderungen reagieren, können wir gut nachvollziehen. Wir teilen dieses Interesse. Wir sind jedoch der Meinung, dass dieses Interesse für alle Schulen gleichermaßen besteht. In einer besonderen Hervorhebung der Karl-Anton-Henschel-Schule sehen wir eine unnötige Reaktion auf den vorliegenden rein populistischen Antrag der AfD-Fraktion. Aufgabe der Stadt als Schulträgerin muss es sein, sich grundsätzlich ein alle Schulen umfassendes Bild zu machen, in welcher Form und mit welchen Strategien unsere Schulen den gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus, Homophobie, Islam und Fremdenfeindlichkeit begegnen wird. Diese Aspekte müssen, anders als bisher, Teil des Schulentwicklungsplans sein, der auch in seiner letzten Überarbeitung eher einer statistischen Bestandsaufnahme gleicht als einer klaren Zielvorstellung für die zukünftige Entwicklung der Kasseler Schulen. Die hier vorliegende Hervorhebung einer bestimmten Schule halten wir nicht für zielführend und werden uns daher in der Abstimmung enthalten.